Samurai-Burgen in Japan. Im heutigen Video geht es um die japanischen Schlösser oder Burgen oder Schlösser. Oder sind es Burgen? Keine Ahnung. In dem Video erzähle ich euch ein kleines bisschen, was der Unterschied ist, was ihr darüber wissen müsst und meine Top 10 Empfehlungen an Schlössern, Burgen, die ihr in Japan besuchen solltet. Zunächst mal, die meisten Samurai-Burgen, die man heutzutage besuchen kann, sind aus dem 16. und 17. Jahrhundert entweder noch original erhalten oder rekonstruiert. Und sie kommen aus der Zeit der streitenden Reiche, Superwort. Damals herrschte Bürgerkrieg in ganz Japan. Alle Samurai-Herrscher haben versucht, so viel Macht wie möglich an sich zu reißen. Es wurden Burgen gebaut, noch und nöcher. In jeder Stadt, in jedem Dorf gab es eine Burg und alles wurde umkämpft. So, ist das Ganze jetzt eine Burg oder ein Schloss? Eigentlich werden die beiden Wörter synonym füreinander verwendet. Ich würde sagen, die Burgen, also da, wo wirklich nur ein Burgturm, Mauer, sonst was da war, das ist eine Burg. Schloss ist das, wo es auch drin gewohnt wurde, wo Paläste waren in dem Bereich. Also das ist eine architektonische Frage. Es ist eigentlich auch vollkommen egal. Ihr könnt wirklich sagen, ob das jetzt eine Burg oder ein Schloss ist, ist erstmal wurscht. Die meisten größeren Burgen, Schlösser, also Nagoya zum Beispiel oder auch Himeji, haben mehrere Burggräben, haben mehrere Mauern mit Wachtürmen und haben dann einen großen zentralen Burgturm, der Hauptturm. Das war einer normalerweise der Ecktürme oder ganz oben stehender Hauptturm. In diesem Turm wurde nicht gewohnt, sondern dieser Turm war hauptsächlich zur Abwehr gedacht. Gewohnt wurde in einem Palast. Dieser Palast war normalerweise einstöckig und aus Holz gebaut. Die allermeisten Paläste sind heutzutage nicht mehr erhalten. Und zum Beispiel in Nagoya kann man den Palast anschauen, der wurde vor kurzem rekonstruiert. Obwohl es in Japan früher wirklich Hunderte, vielleicht Tausende, ich weiß es nicht genau, von Burgen gab, sind heute nur noch 12 original erhalten. Also 12. Davon wurden 5 als Nationalschatz erklärt. Warum diese 5 auserkoren wurden, weiß ich nicht genau. Aber diese 12 sind zumindest etwas, das man vielleicht mal besuchen könnte. Ich habe gezählt. Ich habe insgesamt 18 Schlösser und Burgen in Japan besucht. Leider noch nicht alle Originalschlösser. Aber 18 ist gar keine schlechte Zahl. Von diesen 18 habe ich jetzt eine Top 10 meiner Lieblingsburgen zusammengestellt. Die sind in keiner besonderen Reihenfolge, aber ich fange einfach mal an. Nummer 1 ist die Burg von Matsumoto. Die befindet sich in Matsumoto, das ist in der Nagano-Präfektur. Sie ist sowohl eines der Originalschlösser als auch ein Nationalschatz, also was ganz, ganz Besonderes. Matsumoto ist auf einer Ebene, also die meisten Burgen und Schlösser wurden natürlich auf irgendwelche Hügel und Berge gebaut, weil es einfach einfacher zu verteidigen war. Aber Matsumoto ist flach. Das ganze Ding ist schwarz, was ganz Besonderes ist, weil sehr, sehr viele Schlösser und Burgen in Japan sind weiß. Aber die, wie gesagt, schwarz und ziemlich cool mit so einem geilen Burggraben rundherum. Und also wirklich, ich kann euch nur empfehlen, Matsumoto mal zu besuchen. Es ist architektonisch was ganz was anderes als die ganzen anderen Burgen. Nummer 2 ist vermutlich mein Lieblingsschloss. Es ist ganz, ganz herzig, nämlich Inuyama hier in der Aichi-Präfektur, halbe Stunde weg von Nagoya. Es ist eines der 12 Originalschlösser und ein Nationalschatz und außerdem die älteste noch erhaltene Burg Japans aus dem Jahr 1536. Also ziemlich cool. Es ist wirklich auch eines der kleinsten Burgen, die man heutzutage noch zu sehen kriegt. Mehrere Stockwerke, die Aussicht von oben ist wirklich sehr, sehr schön. Innen drin einfach nur die ganz traditionelle, typische Holzverkleidung, alles ganz leer. Aber wirklich einen Besuch wert. Nummer 3 ist Himeji. Vielleicht hätte ich das als Nummer 1 erwähnen sollen, ist aber egal. Auch eine ganz, ganz tolle Burg, weil Nationalschatz, eines der 12 Originalburgen und außerdem, ich würde sagen, die größte noch erhaltene Burganlage Japans. Wunderschön. Auf einem Hügel mitten im Zentrum der Stadt überblickt das die ganze Stadt rundherum. Es ist eine unglaublich wirklich
ladende Anlage. Die ganzen Mauern ziehen sich da so rundherum, mehrere Reihen davon, und das einfach mal zu besuchen und zu reinzugehen, ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Nummer 4, Originalschloss und Nationalschatz, nämlich Hikone in der Shiga-Präfektur, liegt direkt am Biwasee, mehr oder weniger direkt am Biwasee, und ist auch wirklich einen Besuch wert. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen ähnlich wie Himeji, nur kleiner. Daneben ist ein wunderschöner Garten, den ich auch empfehlen kann. Und einfach sehr charmant. Hikone hat außerdem ein ganz, ganz süßes Maskottchen, Hikonyan. Eine Katze, die ein Samurai ist, muss ich noch mehr sagen. Also wirklich, auf jeden Fall einen Besuch wert. Nummer 5 ist das Maruoka-Schloss in Fukui. Das ist eines der 12 Originalschlösser, allerdings kein Nationalschatz. Es ist ein bisschen ähnlich wie das Schloss von Inuyama, von der Größe her relativ klein, rundherum nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ja, so ein kurzer Abstecher, wenn man in Fukui sowieso ist, dann ist es das wert, ansonsten da extra hinzufahren, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also da sind die anderen 5, die ich erwähnt hatte, besser. So, jetzt kommen die Schlösser, die nicht mehr original erhalten sind, aber trotzdem einen Besuch wert sind. Und da muss ich natürlich als allererstes Nagoya erwähnen. Ja, Nagoya ist rekonstruiert, aber als es noch original erhalten war, war es das erste Schloss, das zu einem Nationalschatz erklärt wurde, bevor es leider komplett im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Danach wurde der Burgturm wieder aufgebaut und jetzt eben der Palast auch wieder aufgebaut. Insbesondere wegen dem Palast ist Nagoya wirklich einen Besuch wert. Es ist eine unglaublich tolle, wunderschöne Anlage. Alles aus Zypressenholz mit ganz, ganz viel Gold und Wandmalereien und wirklich super, super toll. Kommt auf jeden Fall und schaut euch das Schloss von Nagoya an. Vielleicht auf einer Tour mit mir. Ich biete das an. Ich kann euch ganz, ganz viel über das Schloss von Nagoya erzählen. Deswegen, ja, schaut bei Nagoya is not boring, wenn ihr eine Tour mit mir buchen möchtet. Das nächste Schloss, auch in der Nähe von Nagoya, und zwar Okazaki. Okazaki ist ein wichtiges Schloss, weil es der Geburtsort von Tokugawa Ieyasu ist. Er ist einer der wichtigsten Samurai der Geschichte Japans und er wurde eben, wie gesagt, in Okazaki geboren. Schloss ist leider eine Rekonstruktion. Innen schaut es jetzt aus wie ein Museum, aber wirklich relativ gut aufgemacht. Leider nicht so wahnsinnig viel Englisch, die haben da aber so eine coole, ja, so eine Videoleinwand-Ding interaktiv, was ganz, ganz cool ist und viel Spaß macht mit Szenen der Geschichte und des Handwerks etc. von Okazaki, was ich ganz, ganz cool fand. Okazaki ist auf eine Tour, die ich anbiete, von Nagoya aus. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich buchen, um Okazaki zu erkunden. Das nächste Schloss auf Nummer 8, was ganz was anderes, und zwar das Shudi-Schloss. Das ist in Naha auf Okinawa und einfach von der Architektur her was ganz komplett anderes als alle anderen Schlösser in Japan, einfach weil dort die Kultur so anders ist. Und leider wurde dieses Schloss zerstört, gar nicht so lange her. Die sind gerade im Wiederaufbau. Ich habe es während dem Wiederaufbau besucht. Ja, es war schon nicht uninteressant, aber leider wirklich, weil so viel kaputt ist, glaube ich, rentiert sich das vielleicht mehr, wenn wieder mehr rekonstruiert ist. Aber einfach, weil es sowas ganz was anderes ist. Wenn ihr mal in Okinawa seid, dann besucht vielleicht auch das Shudi-Schloss. Nummer 9, das Schloss von Gifu. Das liegt auf einem Berg, da kann man hochlaufen oder mit einer Seilbahn hochfahren. Und man hat eine coole Aussicht über die Stadt von Gifu. Es ist ein rekonstruiertes Schloss, das heißt, da drinnen ist ein kleines Museum, wo man etwas über Oda Nobunaga insbesondere lernen kann, ein weiterer wichtiger Samurai-Herrscher von Japan. Es gibt da so Fotos vom Schloss von Gifu mit dem Vollmond und der Burg auf diesem Hügel. Ganz, ganz tolle Fotos gibt es da. Ein Grund, dorthin zu gehen zu Vollmond und sich das abends anzugucken. Aber im Allgemeinen wirklich ein ganz, ganz nettes Schloss. Auf Nummer 10 meiner Liste ist Gujō Hachiman. Das Schloss von Gujō Hachiman, auch in der Gifu-Präfektur. Auch ein Ort, wo ich einen Tagesausflug als Tourguide anbiete. Und Gujō Hachiman im Allgemeinen ist ganz, ganz toll. Ich habe ein Video gemacht, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Es ist das älteste aus Holz rekonstruierte Schloss in Japan. Deswegen kann man das Ganze besuchen. Die Aussichten von da oben sind auch sehr, sehr schön.
Und wie gesagt, Gujo Hachiman im Allgemeinen ist sowieso einen Besuch wert und das Schloss ist wirklich was ganz Hübsches. Ja, und das war's von mir. Schlösser in Japan solltet ihr besuchen. Erzählt mir, wie viele Schlösser ihr in Japan schon besucht habt. Oder wenn ihr noch nie in Japan wart, welche Burg oder welches Schloss ihr in Japan gerne besuchen möchtet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr ihm ein Like geben würdet, wenn ihr den Japan Hautnah Kanal abonniert. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.